vamos falar sobre o grande acontecimento da covardia em 13 de outubro de 1917, realizou às 13 horas na covardia. Stolze sagen Sie mir, Sie haben studiert dieses Phänomen durch 40 Jahre. Ja. Was ist eigentlich geschehen in der Erscheinungsmulde am 13. Oktober 1917 um 12 Uhr? Es ist etwas geschehen, das noch niemals in der Weltgeschichte geschehen ist. Dies ist ein Modell unserer Erde. Hier irgendwo sehr klein liegt Fatima, hier. Und in diesem kleinen Ort wurde ein sogenanntes Sonnenwunder beobachtet innerhalb von 15 Minuten. Dieses Sonnenwunder, was ich erklären werde, geschah aber nicht auf der Erde, auf dem Boden oder unter der Erde oder im Himmel oder irgendwo im menschlichen Kopf, sondern in der Atmosphäre. In der Atmosphäre, hier haben wir eine kleine Weltkugel und darum sind wie Tücher gelegt, das sind die Wolken. Die Atmosphäre, das ist die Luft. Und in dieser Luft über Fatima ist etwas geschehen, über das wir sprechen werden. Eu tenho nas minhas mãos o globo onde nós vivemos e neste globo encontra-se lugar que se chama Fátima. Até na paróquia de Fátima é a cova da Iria. E aqui tinha acontecido alguma coisa que nunca foi visto nem presenciado durante toda a história humana que já podemos contar talvez 6.000 anos. Aqui havia fenômeno chamado milagre solar. Não aconteceu nem no céu, nem na terra. Foi na atmosfera que cobre o nosso globo. E justamente naquela parte da atmosfera que se encontra em cima da cova da Iria. A Erde reicht bis hierhin, aber es ist umgeben von einem Mantel aus Luft. In diesem geschieht das Wetter. Das Unwetter, Blitz und Donner und alles, was dazu gehört, überdeckt in einer dünnen Schicht, hier wird es noch deutlicher, in einer dünnen Schicht alles, was wir unsere Erde nennen. In dieser Atmosphäre geschieht das Sonnenwunder nirgendwo anders. Wir bewegen uns also in den nächsten Minuten in der Atmosphäre über Fatima, in dem Luftraum mit Wolken und was dazu gehört. In der Atmosphäre bleibt alles, was geschieht, nicht etwa in dem Sternenhimmel über uns. Der wird nicht mehr berührt von uns. Alles bleibt hier im Bereich der Wolken oder man könnte sagen, dort, wo die Flugzeuge fliegen. Nicht höher und nicht tiefer. Mais uma vez pegou o senhor Stolze no globo e afirma que em volta do globo há uma cobertura, podemos dizer como se tivesse casaco. E o que aconteceu em Fátima em 13 de outubro de 1917 foi justamente o acontecimento dentro desta cobertura da Terra, digamos, até a altura de 10 mil metros, onde vão os aviões, portanto, nesta parte da atmosfera do nosso globo é que se realizou o fenômeno solar. Frau Brugger, Sie sind zum ersten Mal nach Fatima gekommen. Aber dieses Kommen ist sehr wichtig für Sie und für uns. Sie haben nämlich den Herrn Stolze, der uns über das Sonnenwunder hier gesprochen hat, zu uns geführt. A senhora Brugger veio pela primeira vez agora a Fátima com o senhor Stolze. Esta sua vinda é de grande importância para ele, para ela e para nós também.
queria perguntar-lhe como é que chegamos a este dia. Lange Zeit hat mich schon das Thema Gott und Wunder interessiert und als ich Herrn Stolze kennengelernt habe, hat er das Thema Fatima lange vor mir verborgen. Er wollte nicht viel darüber erzählen und bis ich tiefer und tiefer gebohrt habe, habe ich herausgefunden, dass er 50 Jahre daran geforscht hat, an diesem Thema, hat mir davon erzählt und dann habe ich mit Pater Conda Kontakt aufgenommen. As conversas dos dois primeiro eram sobre Deus e sobre os milagres. E depois de algum tempo, finalmente descobriu no Sr. Stolze que ele ocupa-se desde 50 anos com o fenômeno do milagre do Sol e Fátima. E então, este caminho de estudar o milagre do Sol ficou o caminho de dois. Wir haben uns in Wien zum ersten Mal getroffen. Sie haben zum Herrn Bischof und zu mir den Herrn Stolze geführt. Wir sahen, wie ernst er mit dem Sonnenwunder beschäftigt war und sie haben die Einladung angenommen, nach Fatima zu kommen, alles hier in Fatima zu sehen. Er war nämlich sehr interessiert, wie das überhaupt nun aussieht. Er hat Fatima nur durch Dokumente gekannt. A senhora Brugge trouxe-nos em Viena, o senhor Bispo e a mim, o senhor Stolze, para nos conhecermos e falarmos então sobre este fenômeno do milagre do Sol e aceitou o nosso convite. Portanto, eles queriam ver agora, pela primeira vez, onde Fátima, onde aconteceu este milagre. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier sein dürfen. Wir waren beide noch nicht hier. Es ist ein unglaubliches Erlebnis. Die Freundlichkeit der Leute, die Atmosphäre hier. Es wohnt hier Gott. A senhora Ruga agradece pelo convite. Para ela é uma grande alegria estar aqui presente. Conhece a amabilidade das pessoas prontas em toda a parte, até nos seus estudos, fazer explicações, como nós notamos ontem, ao visitar o Dr. Cristino. E por isso, agradece sinceramente. Se volen weiter studieren, weiterhelfen. Der Herr Stolze hat sich entschlossen, mit 77 Jahren, sofort intensiv Portugiesisch zu studieren, damit er die Dokumente in Originalsprache studieren kann. Haben Sie auch solche Gedanken? O Senhor Stolze veio a Fátima e aqui ficou tão impressionado, resolveu estudar a língua portuguesa com seus 77 anos, para poder então ler os documentos sobre o fenômeno solar e também sobre as aparições em língua original portuguesa, como Nosso Senhor também falou, os pastorinhos, evidentemente, e as pessoas que testemunharam este milagre. Zeug für Kinder ist, dass man eine drehen kann und dann erscheinen farblich starke Felder, die sich dauernd verändern. Und vor diesem himmlischen Bild der Farbflächen begann eine Scheibe zu tanzen, zu rotieren, zu flattern, aber in geordneten Bewegungen. As nuvens cobriram o sol. No entanto, diante dos observadores que presenciaram isso, viram uma quantidade de cores como quem olha por um caleidoscópio. Um fenômeno maravilhoso que encantou o povo. Sie haben den Himmel wie ein Kaleidoskop gesehen, mit leuchtenden Farben.
Und da die Scheibe hat sich bewegt und hat getanzt. Dieses Schauspiel steigert sich dann in 3 Akten. Ja. Wie können Sie das uns vorstellen? Die Scheibe, die vor den Farbfenstern des Kaleidoskopes erschien, schien sich zu drehen, zu rotieren. Während sie rotierte, warf sie bunte, farbige Feuerflammen aus. Dadurch wirkte die Drehung noch stärker, noch intensiver. Aber es blieb nicht dabei. Die Scheibe selbst fing an, in sich zu rotieren, veränderte ihren Weg und legte sich, wie eine Tänzerin das mit ihren Füßen mittut, in Rhythmus, in einem Dreierrhythmus auf den Hintergrund. Dann kam eine Pause. Die Leute unten standen und schüttelten den Kopf und wussten nicht, wie geht es weiter. Dasselbe begann noch einmal, aber das Kaleidoskop war noch stärker. Noch stärkeres Blau, stärkeres Grün und so weiter. Und die Bewegungen, die rotierenden Bewegungen, waren intensiver. Es steigerte sich etwas. Das wieder eine kleine Pause und zum dritten Mal, ein dritter Akt will ich mal sagen, da löste sich die Scheibe zitternd, aber nicht blitzend und schien auf die 70.000 Leute, die hier standen, zuzukommen. Nicht, wie man das manchmal sich vorgestellt hat, Büchern auf den Horizont, sondern nein, auf die Menschen selbst, ohne ihnen weh zu tun, ohne irgendetwas zu verletzen, eigentlich eine Herrlichkeit, und blieb dann ganz ruhig stehen und gab sich in einer Blitzspur langsam zurück zum Ausgangspunkt. Herr Stolze, das haben die 70.000 Menschen gesehen. Ja. Und da waren noch drei Kinder, ja, die davon nichts gesehen haben. Portanto, eram 70.000 pessoas a assistirem a este fenômeno que descrevemos. Aí havia também no centro do povo, haviam 3 crianças que não viram nada disto. Denken Sie noch einmal an die 70.000 Menschen, die hier das Sonnenwunder beobachtet haben. In ihrer Mitte war nicht sichtbar, aber spürbar wie ein Obelisk, wie ein Zelt, ausgespart. Darin und nur darin standen die 3 Seherkinder. Die 3 Seherkinder konnten nichts sehen von dem Sonnenwunder, was wir beschrieben haben. Die 70.000 konnten nichts sehen, was die Kinder sahen. 2 Wunder in ein Wunder hineingebracht, wie das auf diesem Modell eigentlich ganz gut zu sehen ist. Keiner hat gewusst und geahnt, was der andere eigentlich spürte. Die 3 hatten ihre visuelle Welt vor sich, ihre mystische Welt, von denen die anderen nichts ahnten. Aber es war die eigentliche, das Zentrum, denn hier erschien ihnen jetzt zum letzten Mal die vornehme, wunderschöne Dame, die sie gefragt hatten, wer sind Sie? Bitte sagen Sie uns, wer Sie sind. Und sie sagt es ihnen in der Glocke, sie sagt es ihnen die Rosenkranzkönigin. Das war die Erfüllung des gesamten Wunders. Davon wusste die 70.000 nichts. São duas realidades quase digo, independentes, enquanto no mesmo lugar e no mesmo tempo. 70.000 pessoas viram um fenômeno solar e dentro, como um pequeno obelisco, lá estão os 3 pastorinhos, tinham completamente outra visão. Foi a resposta para a pergunta da Lúcia, que ela se apresentou, era a auto-apresentação daquela que realizou tudo isto. Sou a Senhora do Rosário. O que viram? As 70.000 pessoas não viram os 3 pastorinhos. O que viram?
Os pastorinhos nada daquilo viram, porque era uma realidade muito diferente, a realidade mística, que era o encontro da Senhora e o último encontro com os três pastorinhos e conosco. Stolze, was sagt die Naturwissenschaft zu all dem? O que diz, Sr. Stolze, agora a ciência natural ou os cientistas a este fenômeno? Die Naturwissenschaft hält sich ihre Hände vor die Augen und vor die Ohren. Sie nimmt keine Kenntnis davon, weil sie unfähig ist, in ihren beschränkten Vorstellungen das Wunder aus der anderen Welt zu begreifen. Die Naturwissenschaft schweigt seit 88 Jahren. A ciência natural cala-se desde 88 anos, porque nem os seus olhos nem os seus ouvidos podem colaborar neste acontecimento. Por quê? Porque não é para o seu campo. Und was sagen die Theologen, die eigentlich mit diesem Ereignis zu befassen hätten? O que dizem então os teólogos que deviam ocupar-se realmente com isso? Theologen halten sich nicht die Augen zu oder die Ohren. Sie bemühen sich darüber nachzudenken, finden sich aber aus ihrer eigenen Sicht nicht zurecht und haben sich gesagt untereinander, ich bin selbst begeisterter Theologe immer gewesen, ich will keinen Schatten jetzt auf meine Kollegen werfen. Aber ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht, sie haben die Akte Sonnenwunder in den Schrank getan und den Schrank sehr gut zugeschlossen. Os teólogos conhecem estes documentos sobre o milagre do sol. Mas eles não podem manifestar-se porque cai fora da sua noção. Eles não negam, mas também não dizem absolutamente nada como explicação. Wenn sie schweigen, aber sie bewahren doch von diesem Ereignis das Bewusstsein, hier ist was geschehen, was von Gott gewirkt wurde. Das wohl. Certamente, a teologia reconhece que trata-se de acontecimento que, embora não compreenda na sua noção de milagre, mas reconhece que Deus é todo-poderoso e pode fazer tudo isto. O Sr. Stolze estudou os documentos. Está a dizer que ocupou-se com 150 testemunhas oculares. Sie haben sich beschäftigt mit diesen Augenzeugen. Sie sprechen von 150 Augenzeugen, die Sie studiert haben. Was halten Sie von diesem Material? Es ist mit größter Sorgfalt hier von dem Bischofssitz ausgehend erforscht worden. Es sind so vorbildliche Verhöre gesammelt worden. Es ist eine vorbildliche Arbeit, da können sich alle weltlichen Gerichte dran ein Muster nehmen. Man hat alles getan, um in 13 Jahren eine Menge von Zeugen zu vernehmen und zu verstehen. Das Material ist geleakt hier in den Archiven, ich besitze es selbst und es ist eine ganz wertvolle Quelle, um an die Wahrheit zu kommen. Aber es ist nicht die einzige Quelle. Realmente, o bispo daquele tempo e a igreja ocupou-se. E aqui no santuário já vi que existe um material enorme
de testemunhas, que foi estudado, portanto, e para futuros trabalhos também é uma grande fonte para os que querem estudar isso. Por isso, temos que louvar, mas certamente não são unicamente estes documentos a provar a existência daquele acontecimento. Hinzufügen möchte ich noch, dass viele wertvolle Fotos vorhanden sind, die während die Menge schaute, von der Menge gemacht wurden. In den Augen und in den Blicken und in den Haltungen dieser fotografierten Menschen erscheinen Zeichen am Himmel, die ich bin dabei, diese sichtbar zu machen. Wahrscheinlich enthält das Sonnenwunder heute noch eine unausgesprochene Offenbarung an alle Menschen. Existen também, diz o Sr. Stolze, uma quantidade de fotografias que agora, com novos métodos, estão a estudar porque nos olhos, na retina dos que viram tudo isso, hoje descobrem imagens até hoje não vistas. E por isso temos que avançar com os estudos. Ele está a fazer disso. Estão a aumentar estas partes das fotografias, digamos, as retinas das pessoas fotografadas em 1917, para descobrirem ainda mais e grandes mensagens por este acontecimento. Was sagen eigentlich die anderen Religionen darüber? Haben sie etwas schon erfahren? Agora perguntei, o que dizem as outras religiões não católicas sobre este fenômeno? Sie schließen die Augen, wie auch die Naturwissenschaftler. Sie wollen nichts davon wissen. Sie tun so, als ob es das alles gar nicht gäbe. Es ist erschütternd zu sehen, dass es innerhalb der einzelnen Konfessionen nicht um ein offenes Gespräch bisher gekommen ist über dieses, was hier war. Mitglieder der nicht-katholischen Kirchen haben von sich aus gesagt, bitte, lasst uns doch darüber sprechen, denn das ist ja gewesen, das ist ja ein Faktum. Und das Faktum zeigt, so sieht es aus. Das Licht des Himmels liegt auf der katholischen Kirche. As outras religiões fecham os olhos e fecham os ouvidos, mesmo se há pessoas que dizem que devemos estudar este fenômeno que deve servir para toda a humanidade. No entanto, nós, com esta atitude das outras religiões, devemos tirar a conclusão que, finalmente, este acontecimento, um milagre de sol, fala, em primeiro lugar, para a Igreja Católica. Herr Stolze, Sie waren nicht dabei. Am 13. Oktober 1917. Ich habe schon immer wieder verspürt, Sie wären gerne dabei gewesen. Oh ja. O Sr. Stolze não estava presente em 13 de outubro de 1917, mas em todas as conversas que eu tive com ele, afirmou como ele desejava estar presente para observar com os seus olhos e com o seu interesse aquele fenômeno que finalmente podiam ver 70 mil pessoas e saíram muito contentes da cova da Iria. Sprechen Sie noch einmal. Sie wären gerne dabei gewesen. Ich wäre so gern dabei. Ich übertreibe jetzt nicht, wo Sie mich so direkt fragen, dass ich direkt antworte. Es wäre der schönste Tag meines Lebens gewesen. Aus zwei Gründen. Die Schönheit, die Pracht dieses Himmelsspieles, was aus der Atmosphäre kam, hätte mich, da ich Schönes sehr liebe, ganz glücklich gemacht. Aber ein anderes noch mehr, und das sage ich jedem, der mich da mal nachfragt, durch das Wissen um das, was hier geschehen ist,
habe ich jeden Zweifel an der Gegenwart eines allgütigen und allmächtigen Gottes zur Seite geschoben. Niemals hat mich mehr ein Zweifel im Glauben geführt oder verführen können. Ich wusste, was hier geschehen ist. Es hat mich vollständig beruhigt. Darum wäre das der glücklichste Tag meines Lebens, wenn ich das als Augenzeuge mitgesehen hätte und hätte als Aufgabe gehabt, das den anderen Menschen beizubringen. Das versuche ich ja jetzt. Senhor Stolze, preparado para estes estudos, se ele tivesse estado presente no dia 3 de outubro, teria saído daqui da covaderia como o homem mais feliz do mundo. A ver aquele fenômeno, aquela maravilhosa decor, aquelas coisas que tocam nos milagres em todos os campos, tanto a chuva como o fogo, a terra e também a felicidade daquelas pessoas, sem dúvida, teria sido o dia mais feliz da sua vida para sempre. O milagre do sol para, digamos, confirmação do acontecimento das aparições, como o senhor Dom José, aliás, confirmou assim, com este milagre, a sobrenaturalidade das aparições e o culto de Nossa Senhora aqui na Cova da Iria. Isto, do outro lado, os três pastorinhos, ninguém tinha visto nem ouvido a voz de Nossa Senhora, mas pelos pastorinhos espalhou-se esta notícia de que tomou a Igreja conta e agora espalha para todo o mundo e para todos fica este convite, então, dos pastorinhos, a voz de Nossa Senhora transmitir para a Senhora do Rosário rezar todos os dias o terço e, além disso, que a que manifestou o seu coração imaculado para fazer reparação pelas ofensas contra Deus e contra o seu coração imaculado.